Herzlichen Glückwunsch. Oh, was haben wir gewonnen? Preis im Wert von 4.000 Euro. Ja! Yeah! Die 1. Registrieren Sie. 1, durch die 1. Oh. Und die Müller immer eingeschmissen. Hallo, die Ehre, hier ist der Bürger, ist der Kani. Hallo, die Ehre, hier ist der Kani, ist der Bürger. Geil, er ist vom Frauenarzt, ist der Flug gerne. Hallo. Ah, der hat 7 Kilo zugenommen, das ist endlich mal wieder Spätwirtschaft. Complete Edition. Complete Edition. Das war eine Sache, die wollten wir eigentlich für uns unter uns bleiben. Ja, das ist mal für dich behalten. Sei froh, dass ich so, wenn man die Hose machen, leider sind 14. Kamera macht einen Fetter, oder? Oh. Der war bes, ja. Ja. Ja, aber ich hab eine gute Schutzschicht. Heute ist wieder Spotify-Folge, wir müssen das da reinmachen. Ich hab eine gute Schutzschicht, ich fang an. Das ist eh nicht mehr kalt. Doch, schon kalt. Also ich hab's auf alle Fälle aus dem Gefrierfachl. Aue. Alter. Ich hab zuckerfrei, weil ich bin healthy life. Healthy life. Ist schon ganz verrost. Grüezi fix, Alter. Ich hab jetzt schon einen Kaffee, dann hab ich noch von meinem Energy-Scheißtag gar nicht gegondelt, wenn ich mir den halber, dann ist das ein halber Liter. Nein, ja, 473 Milliliter. Warum ein 473 Milliliter? Ja, weil es für ganz den nicht gereicht hat. Ich weiß nicht, was das soll. Sind wir 20% mehr Marge drauf? Ja, wahrscheinlich nicht ganz, aber fast. Es ist aber auch köstlich. Unmittelbar nach einem Fischermann ist es aber nicht so köstlich. Ah, das ist geil. Ich habe ein Bekannter von mir, waren wir jetzt mal im Apfel wieder mal gesessen, im Gurden. Und dann trinkst du jetzt so dein Bierchen und dann frisst er vor, kaufst du dir ein Bierchen und haut dir Fischermanns Zitrone ein. Da sag ich, Alter, das kannst du nicht tun vor dem Bier. Ja, das schmeckt dann voll geil. Ja, bist du ganz dicht oder was? Und es hat halt dann, also gefühlt von jedem Bier oder so Fischermanns reingekauft. Das ist so geil. Du hast so komische Freunde tatsächlich. Ist ja gerade ein Bekannter. Ja, Zeitvertreiber, muss ich sagen. Nur wenn ich mal zum Apfel reingehe, dann sind es meine besten Freunde. Ich wollte gerade sagen, im Apfel drin sind es die besten Freunde, wenn du wieder rausgehst. Was ist denn der Apfel? Fühlst du dich fast so... Apfel? Fast so schmutzig, wenn ich am 227. Pornhub-Tab. Legendäres Wirtshaus fast. In Simbach. Ja. Ah, ich wollte vorher gerade ein bisschen zum Konzept, das ist der Apfel, das ist ein Wirtshaus in Simbach. Ja. Ah. Ganz stark. Da sitzt nur die Elite drin. Das ist wirklich, das ist Kampftrinker-Elite. Das ist wirklich die Kampftrinker-Elite, ja. Das ist Wahnsinn. Ist da irgendjemand drin, der nicht Alkoholiker ist? I doubt it. War ja schon 1000 Jahre mehr drin. Keine Ahnung. Ein bloß Klischee ist die, oder Herbofel, keine Ahnung, wer da drin hockt mittlerweile. Aber Apfel hört sich eigentlich gesund an. Ja. Das ist Marketing-Strategie. An Apple a day keeps the doctor away. Was? Ja, aber da ist, gehst du einmal zum Apfel a day, dann ist der Doktor gleich in Zürich. Dann ist das ganze Wochenende away. Der Schloss gegenüber. was hast du drin? Haben wir seit 2 Monaten nicht gesehen, glaube ich, oder? Ja, ich habe 6 Monate, 8 Monate. Bauscheibig umeinander geschissen. Rücken rausgehauen. Doktor, Spritzen rein ins Arschloch. Und ins Arschloch? Ja, weil okay. Da kommt er besser zu Ding hier, zu Wirbelsäule, hat er gesagt. Dann hat er mal okay, da hat er dir dann auch was gespritzt? 2 Mal. Okay, aber ohne Spritze, freihändig. Ins Gesicht, ja. Also, was bringt jetzt das? Er hat gesagt, ich bin der Doktor, oder? Ich bin der Doktor. Und ich dann so, ja, ich bin schon besten. Über Athleten. Das Beste war dann... Ich will immer die Schwimmbrille mitnehmen. Jetzt habe ich noch Physio gekriegt. Und weiß ich, wer von euch schon mit Physio gehört hat? Wegen dem Bereich da unten, wo man die Hosen ausziehen muss. Auf alle Fälle, ja, gehst vorhin noch schön zum Brunzen. Und wir wissen was ja alle, da hilft kein Schütteln und kein Klopfen. In die Hose geht der letzte Tropfen. Und dann heißt es, dann gehe ich rein und dann mache ich die Hosen auf und dann schaue ich so. Das ist jetzt halt, dann habe ich einfach die Hosen aufs T-Shirt aus und gesagt, heute habe ich ziemlich krass Kopf, du müsst jetzt mal oben rum behandeln, nicht unten, das habe ich jetzt noch mal verschoben. Das nächste Mal geht davon nicht so. Zieh einfach runter. Was passiert bei einer Physio? Bist du massiert oder was ist das? Ja, man kriegst also entweder Übungen für dich selber zu so einem Muskelaufbau in dem Bereich, Massagen, Lockerung und so weiter, die ganzen bisschen. Also Leisten gegen das immer top. Ja, ist geil. Außer du warst voll bisschen. Massiert er dir einen Schwanz, sehe ich das richtig? Nein, nicht, wenn du eine Leistenzerrung hast. Das macht die Teil. Massiert er dir die Leiste? Direkt daneben. Ja, also aber ich bin Linksträger, mir tut immer die linke Leiste wieder berühren und immer so ein bisschen Spaß. Das heißt, das macht die Teil nutzen, musst du mir jetzt, die haben mich hier vor mir. Ich wollte gerade sagen, ja. Nein, der tut halt einfach nur ein bisschen da hindatschen. Ja. Oh, ein bisschen. Nicht, hey, die hat man schon mal auf die Wirbelsäule über den Bauch eine massiert. Ich muss es jetzt vorstellen. Du schreibst gar nicht, du brauchst gar nicht zu tun. Physio in der Leistengegend, fuck you. And see you tomorrow. Im Thai. Bei der das Thailoten. Ist nichts für mich. Na, im Leisten gegen massiert werden. Ja, nicht von einem Typen. Warum bei eigentlich? Mir ist es eine Dame. Ich kann, okay, mir die Hände vorher eincremen, dann fühlt es sich auch an wie eine Frauenhand. Beim Typen hättest du vorher wahrscheinlich auch absolut in Tosen brunst. Da hätte ich auf die Liege gebrunst. Aber ich glaube auch. Ist das auch mit so einem Loch vorne drin? Muss ich andersrum hinlegen. Aber change my mind, jetzt stell dir vor, ich massiert einen Typ und der macht es dir wirklich. Oder eine Frau macht es dir dann wirklich. Auch so eine Physio.
Ich glaube, der Typ kann es besser. Natürlich spielt da der Kopf nicht mit, aber wenn du es nicht wüsstest, wenn nur eine Hand kommt. Ist wahrscheinlich der Typ geübter als alle. Ja, aus er flext recht viel. Ja, das ja, ist eine berechtigte Frage. Wenn er zwei trainiert, dann hat er so viel Hornhaut, dann ist es ein bisschen unangenehm. Oder angenehm. Das kann auch angenehm sein. Wollen wir es kurz probieren? Ich habe <Hornhaut. lacht> hab absolut null Hornhaut. Ja, geile Hebammen hin. Vom Maus am Anschirm kriegt man keine Hornhaut. Nur da vorne am Zeigefinger, oder? Ein bisschen, ja, und da so ein bisschen. Piep, 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 piep. Ja, dafür geht's schnell. Ja, ansonsten habe ich nicht viel drin. Ich habe ein bisschen was zum Furtgi für mich wieder entdeckt, und zwar Straubinges Chaos und Tiefenrausch. Tiefenrausch? Tiefenrausch? Tiefenrausch ist super! Was redest du von Tiefenrausch? Da war ich schon einmal, da war ich noch 12, da warst du in den Abrams Wurscht gehabt, wenn ich wusste, dass es überhaupt noch gibt. Ja, doch, also ich glaube, ich habe wieder. Genau, so zwischenzeitlich mit zurückgekommen, wir sind da spontan, haben wir gesagt, was, heute fahren wir auf Straubing ins Chaos, da waren wir schon 15 Jahre nochmal. Im Chaos war ich auch nie. Dann sind wir da reingerumpelt und es sind immer noch so richtig geile, abgefuckte Metal-Borzen. Hanne, glaube ich, heißt sie, das betreibt, die ist ja schon über 80, das ist voll krass. Und sie ist so richtig geil oldschool auf der Seite, ein riesiges Regal, nur mit CDs, sie legt halt nur Musik mit CDs auf, so okay. Kannst du alles wünschen an Musik, also die später Eisregen und so ein Zeug. Und dann habe ich einen Fanboy von uns getroffen, ich weiß jetzt, wo sein Name nochmal aus, ihm war da voll wie ein Scheiß aus. weil er hat dann irgendwie, gar nicht sitzt, ich spiele sonst, trinkst du Bier mit? Dann sage ich, ja, jetzt hocke ich mit meinem Kumpel ein bisschen am Bar und dann komme ich mal zu dir dazu, und als ich mich dazu sitzen wollte, ist er so ein Tisch. Und hat geschlafen. Dann hast du mich halt nochmal. Seit wann hat das Tiefenrausch wieder auf und wer macht das? Immer noch die Nein, das ist ja nein, das ist ja kein Metal-Porzen mehr, sondern das ist jetzt. Doch, stopp, heute. Heute ist Metal Night, wollte ich gerade sagen, weil heute fahren wir nochmal um, weil wir gesagt haben, heute schauen wir uns die Metal Night an. Das würde mich sehr wundern, wenn da jetzt so da vor mir kommt. Red Scheiß Katz, das war dann nicht so. Nein, also so ist es eine normale Disco von der Musik her. Normale ja, die Disco-Musik. Hat alles möglich, die macht immer so Techno, also die hat so Techno-Abende, die hat normale Abende, okay. Die hat so. Schaut es immer noch genauso aus, oder ist umbaut worden? Das schaut noch ziemlich genau aus. Das Geile war, du jetzt dann gibst du eine Jacken ab und dann kriegst du dann so einen Chip für die Jacken halt. Und dann sagt sie so mir so, ja, fotografier den, weil wenn du ihn verlierst, kriegst du die Jacken nochmal. Okay, ich das fotografiert. Ich kann dich fotografieren. Später hat mir irgendjemand auch so einen Mackerl gegeben, das war anscheinend ein Freischott dann. Und dann habe ich die beiden so hinten rein da und dann habe ich vielleicht ein Gin Tonic 2 gehabt, keine Ahnung. Auf alle Fälle stehe ich dann an der Garderobe, ja, der Mackerl, du bist aus und holt dir das Ding, das ist nicht der Mackerl. Scheiße, das habe ich verloren. Aber warte, ich habe das fotografiert. Dann okay, passt, kriegst du Jacken. Dann daheim, rausgereiht. Dann habe ich das Mackerl einfach mit heim genommen. Ich habe es eigentlich die ganze Zeit in der gleichen Tasche gehabt, aber wollte mit dem Schott sagen. Was passiert denn eigentlich, wenn man dieses Foto von dem Mackerl, was steht da Nummer drauf? Oder was ist ja, da? Genau. Was ist denn, wenn wir das photoshoppen und zwei, drei andere Nummern draufschreiben? Dann kann man so unfassbar für Jacken abziehen. Geschäftsidee. Ja? Machst du nach der Folge, machst du schnell ein paar, ich fahre ja heute. Und du schickst mir das Bild und dann probieren wir es. Ich finde ja vor allem, der Kani, der schaut aus, ob es geht, Alter. Probier aus, ob es geht, das war eigentlich schon geil. Folgst du das Tiefenrausch auf Instagram oder du zumindest? Nein. Musst du mal durch, weil die machen immer so ganz strange Videos, die zum Teil wirklich lustig sind, aber zum Teil auch echt cringe. Cringe! Also wirklich ganz schlimm. Ich die junge Leute hatten Grinch-Song. Grinch. Ich finde Cringe-Song cringe. Ja, Cringe-Song ist cringe. Cringe. Ja. Aber du musst die Handgranaten probieren. Halt. Was ist das? Sehr lecker. Das ist praktisch, du hast da so ein Glasl, da ist unten drin Red Bull und dann oben drauf stehen zwei Stammball. Mhm. Das eine ist Wodka und das andere ist Jägermeister. Mhm. Und dann kannst du halt eins aussitzen, das muss dringen und dann fällt das andere eine und das kannst du dann dringen. Also hau immer gerade wieder 10.000, wie bei den Carpumps im Irish. Das ist eine richtig gute Idee. Das macht eine riesen Drumsauerei, das Scheiße, weil die Psyche von Vollidioten alles in die Welt geschickt haben und anschütten ab zwei Wege. Das stimmt. Okay, kennst du die Carbums vom Irish Pub? Da musst du dann, ich glaube, es ist ein Guinness, so ein 0,2er Glasl und da kommt man ja Stamperl Belly sein. Also ich weiß jetzt nicht 100%ig. Und die habe ich einmal getrunken und dann so, ja okay, probierst du mal. Oh fuck, 10.000 Carbums. Wie soll das gehen? Will ich nicht. Im Chaos habe ich irgendeinen komischen Schnaps gekriegt, der hat Indianer geheißen. Das ist einer mit Tabasco und so einem Scheiß. Ja, holla die Waldfee. Also da habe ich auch ein paar mit drungen. Damals, wird der nicht auch Ozint mit Tabasco? Nein, Ozint tanzen glaube ich nicht. Ich glaube, die Steigerung davon ist ein rostiger Nagel. Genau, an den war ich erinnert. An den habe ich mich erinnert gefühlt, ja. Da ist auch Tabasco drinnen, noch irgendwas anderes. Captain Morgan. Captain Morgan also mit Tabasco, aber der Schwarfe, nicht der Goldschmuckenscheiß, sondern... In Ruhestoff meine ich, war es ein Captain Morgan mit Tabasco. Wir haben nämlich immer in Ruhestoff, um 11 war bei uns rostiger Nageltime. Warum auch immer. Und dann weil man super cool ist, wenn man einen rostigen Nagel... Vor allem, wenn du in einer Viertelstunde so an der Bar hängst... die ganze Zeit. Und den, wenn du speibst. Ja, völlig gehört es. Den, wenn du speibst, bereust du es zutiefst. Ja, schön ist das nicht. Schön ist das nicht. Ja, auf alle Fälle, ja, das taugt mir.
Wo waren wir da früher immer? Wir hatten die, ich weiß nicht mehr, wie der Bunker geheißen hat. Froxy hat es noch gegeben? Ja, das weiß ich noch, da waren wir auch. Da habe ich leider beim Kickern abgezogen, hab den Psuffen gemacht. Skyro hat es noch. Dann um Geld gespielt und dann, okay, haben wir kurz nicht, dann Leute zweckt und wieder davor gegangen. Praktisch wie der Hummer, wo er gerade eine Seite trainiert hat zum Armdruck. So ungefähr. Das weiß ich noch sehr gut, aber da war noch was anderes. Da haben wir davor immer hingegangen, bevor wir ins Tiefenrausch Roxy, und da haben wir dann überall angespenzelt. Und da haben wir eben zum Eimersaufen hingegangen. Da hat es Cocktails gegeben. Normale Menschen haben sie den zu 5 gekauft. Und wir haben halt da zu 10 teilig, aber so, ja, ich weiß nicht, wie es geheißen hat. Ein Eimer Touchdown, ein Eimer den, und 15 Euro kostet. Aber ich glaube, dass das ein Roxy war, weil die Geschichte weiß ich und der hat. Das war was anderes. Peaches! Nein, war nicht das Peaches. Fuck, wir haben das geheißen. Ich habe mir das erzählt vom Roxy, dass dann da einmal einer reingebrunzt hat in das Glas und hat es voll gemacht, hat es hingestellt und dann war bei dir noch gar nicht so erfreut. Weil's und dann ich weiß, wer es war. Ja. Und ich weiß, wer es war. Ich weiß nicht. Und das hat derjenige öfter gemacht. Das hat er mit Weißbierglasl gemacht, das hat er mit Masker gemacht. Ich habe auch einen kennt, der hat dann, suchen wir unter dem Tisch ins Weißbierglasl. Also, nein, warum seid ihr das da? Ja. Haben wir Weißbierglasl zusammen unter dem Tisch? Nein, warum seid ihr das da? Ja, das sind ganz komische Pflege. Fuck, wie hat der Bunker geheißen? Das war nie das Peaches. Skyro hat es noch gegeben, oder? Oder gibt es da noch? Weiß da waren wir nie drin. Da haben wir so einen Eindruck gehabt, das war so der Gymnasiastenbunker, da haben wir nichts verloren. Du willst bloß zum Schlägern. Zum Abziehen, ja. Du willst bloß zum Schlägern. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Das kann das Peaches gewesen sein. Aber es war nicht das Peaches. Aber das fuck, da ist man reingegangen, da ist eine ewig lange Treppen aufgegangen und das war oben. Also das war in der Seitengasse ganz oben. Aber das ist es, Roxy. Nein, ja, ich glaube, das war genau gegenüber. Gegenüber vom Roxy ist auch eine Kneipe, aber da gehst du nicht auf, die ist unten gleich. Aber weiß jetzt, wie die heißt. Ich weiß nicht mehr, Scheiße. Fuck. Dass du wenigstens weißt. Ja, Blecksufer bin wir Behinderte. Mich wundert, dass ich überhaupt nicht irgendwas weiß aus der Zeit, weil das war wirklich, da warst Freitag, 5 Uhr, Arbeit heim, Stunde später, Spezi fährt unten mit dem Auto vorbei, bin drin, dann hocke ich beim Bärle im Bunker drin, eine Stunde später weiß ich nicht mehr, wie ich heiß. Ist auch nicht verkehrt dann. Ich nicht weiß nicht, irgendwann ist da in dem Bunker da unten drin, ist einmal ein Super Nintendo gestanden. Eines Tages stand da ein Fernseher und ein Super Nintendo. Und dann bin ich drin gesessen und dann war da dummerweise Secret of Mana drin. Schön. Und zur. Kommt ein neues, gell? Was? Von Secret of Mana kommt ein neues. Also aus der Mana-Reihe kommt ein neues Spiel. Leider erst einmal Xbox exklusiv. Ah, scheiße. Ich glaube Chronicles of Mana oder so heißt. Und dann weiß ich noch, dann sind alle ins MGM gefahren, wie immer. Und du bist sitzen blieben. Ich bin sitzen blieben und habe bis um 4 oder 5 in der Früh Secret of Mana durchgespielt. Das war so lang, bis von demjenigen, wo wir da waren, irgendwann in der Nacht der Pap runtergekommen ist. Er ist ein runtergekommen und halb in der Hand hat sich nicht bei mir gesagt, was zur Hölle machst du da eigentlich? Wer bist denn du eigentlich? Ich bin da, guck dir da an, hab mich köstlich mit dem unterhalten und irgendwann haben dann die anderen gekommen um 4 in der Früh und waren nicht alle brunzen voll wie halt immer. Weiß ich nicht. Kann ich verstehen, dass du sitzen bleiben bist. Weil Secret of Mana ist wirklich ein. Ja, das ist eins meiner. Da habe ich so viel krasse Kindheits- und Nostalgie-Erinnerungen dran. Damals hast du keine Ahnung, wie RPG funktioniert. Da rennst du einfach umeinander und Ding. Und wenn wir das durchgespielt haben damals, war mein damaliger Nachbar, der werde ich nie vergessen. Das hat sich dermaßen in meinen Schädel hineingebrannt, dass alles zu spät ist. Hat er die Grape beim Spielen? Auch, ja. Okay. Schön. Der dritte oder vierte Boss war Rape. Der. War so ein Tiger, wie hat er geheißen? Fuck! Ja, die Namen waren sie nicht mehr von den Viechern. Ja! Jabberwocky und lauter so Scheiße. Und. Fuck, den habe ich nicht geschafft. Weiß ich noch, dann bin ich von meinem Bab damals noch, von Minga bin ich heimgekommen und dann hat der Spezi schon gewartet. Dann haben wir eingesteckt und hat mir geholfen, den Tiger zu killen. Der war sau schwierig. Das war so ganz kleine Flächen und der hat so eine Fähigkeit gehabt, dass er sich einrührt und dann. Ja, ja. Dann fahren wir alle tot. Da kommt halt zweimal. Ja gut, alle Bosse kommen eigentlich zweimal in Secret of Mana. Egal! Da habe ich sehr schöne Erinnerungen dran. Schau mir nicht so komisch an. Entschuldigung, dass ich gebrochen bin. Ja. Hast du dann auch die anderen Dinger gespielt, wie Secret of Evermore, Illusions of Time? Also Illusion of Time, ja. Das war mir zu schwer damals. Und das war ist das anders. Da, wo mir die zwei Vampire als Gegner kommen? Weil ich habe irgendein Rollenspiel bei gespielt und da bin ich tagelang an den Drecksvampire dort. Ich glaube, das ist ja der Dracula, sollte es glaube ich sogar sein. Und Mani hat noch irgendein Tusnel da dabei gehabt. Und das war so ein elendig schwerer Gegner, an dem bin ich so lange drauf gesessen. Encore, das waren die Spiele damals für den Super Nintendo mit der großen Schachtel. Yeah. Und das Einzige, was du, glaube ich, rausgestochen hast, war Super Metroid. Das war kein RPG. Das war, hat das auch eine große Schachtel gehabt? Das hat auch eine große gehabt. Das habe ich nie gehabt, das hat mir nicht so gefallen. Ah, oh, Welt.
Und natürlich, wie ich mich so in Secret of Mana hinein verliebt habe, habe ich mir dann noch Illusion of Time angeschaut. Ich habe bloß gesehen, das hat ja die große Chance, das muss ähnlich speisen sein, aber ja, das war halt komplett was anderes. Und es war echt wirklich so unverschämt. Dann hat es ein Terranigma hat's noch gegeben, genau. Das war dann eher so bei Final Fantasy, da wo du viert einmal anlaufst und dann kommen diese Runden basieren, den A-Encounter. Das hat mir nie taugt, deswegen kann ich auch bis heute nichts mit Final Fantasy anfangen. Ach so. Das Einzige, was da mal funktioniert, war Pokémon, das war genau das gleiche Kampfsystem, das taugt mir eigentlich auch nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen. Pokémon und dann hat es noch Lufia hat's noch gegeben. Lufia, genau. Die habe ich alle mir in der Videothek ausgeliehen, die waren alle nicht für Secret of Mana, ich war maßlos enttäuscht und mein Leben war ruiniert. Obwohl es unglaublich gute Spiele sind. Ja, um Gottes Willen, mit Sicherheit. Das Geile als Kind dann einfach. Aber ich wollte halt einfach ein Secret of Mana, das war dieses Live-Action-Kampf. Jetzt eigentlich nur noch Secret of Eva mal spielen können. Das war das Rote, gell? Das war so rötlich. Und das meine ich war. An das erinnert mich gar nicht mehr. Das war vor der vom Kämpfen und so weiter, wie Secret of Mana. Ich weiß, Illusion of Time, das habe ich besessen. Die anderen habe ich mir alle bloß in der Videothek ausgeliehen. Und Illusion of Time war auch schon anders. Der Boss. Das war also scheiße schwierig. Da warst du einmal so ein Bull, der mit so Telekinese so Sachen verschirmt hat. Und in der Parallelwelt irgendwie warst du so ein Ritter mit langen blonden Haaren. Sonst kann ich mir nichts mehr erinnern, an keinen Boss, an keine Gegner, an nichts. Also ja, nicht. Im Gegenteil, habe ich teilweise Musik von Secret of Mana im Kopf, konnte teilweise Gegner sagen, wie es heißen und lauter so ein Scheiß, was völlig fragwürdige Kacke ist eigentlich. So ein Scheißdreck kann ich mir da merken. Das ist aber der wichtige Scheißdreck. Ja, natürlich. Das ist der Name, kriegt jetzt mit diesem Paw World oder wie heißt es? Mit dem, wo ich die jetzt gerade Pokémon eben. Ich habe es mir kurz angeschaut. Es ist auf Platz 2 auf Steam aktuell. Mittlerweile glaube ich sogar auf Platz 1. Das hat Counter-Strike überholt. Ja, das war mal ein paar. Ja, soll ja wirklich unglaublich gut sein. PUBG aber und Palworld waren die sind auf Platz 1 und 2. PUBG ist erster. Da ist einer ganz stickerl hier, dass die es kriegen. Die haben doppelt so viel Peak-Player. Aber Counter-Strike haben es mittlerweile, glaube ich, eingehört. Der erste Modder hat dann schon die ganzen Pokémon reingehauen. Nintendo ist dann gleich aufs Dach aufgestiegen. Da waren die auch drauf, bis Nintendo Ding. Die haben ja anscheinend schon. Die prüfen das jetzt schon. Die haben das davor schon oder an ihre Anwälte abgegeben. Pokémon ist, glaube ich, das größte Gaming-Franchise sowieso, das es gibt. Und, glaube ich, das zweitgrößte Franchise auf dem Planeten. Das größte ist, glaube ich, Marvel. Nein, ich glaube, dass Pokémon sogar das erfolgreichste Franchise auf der Welt ist. Zumindest so, also stand vor, lass mich liegen, 2-3 Jahren, da habe ich nämlich mal so ein Ding gelesen, und da war Pokémon das Marvel ist gar nicht so weit vorne, wie man meint. Da ist nämlich sogar Hello Kitty ist sogar noch voll weiter vorne. Echt? Ja, also, da habe ich mir Hello Kitty, aber das ist anscheinend, vor allem in Japan, ist das ein Riesending, das Hello Kitty. Und bei mir in meinem ehemaligen Kinderzimmer. Was heißt ehemalig jetzt halt noch? Ja, leider nicht mehr. Ich habe sie da mal gedacht, nimmer. Was ist erfolgreich, dann muss ich es haben. Zimmer dekoriert, fertig. Leider bin ich damals mit der Freundin zusammen, da habe ich es nicht mehr haben dürfen. War ein bisschen traurig. Ich hätte es genommen. Ja, es ist im Prinzip anscheinend Pokémon with Guns. Ja, genau. Ich hab's so, irgendein Bobby gefragt, ey, kann man die Palworld im Stream spielen? Und ich hab gesagt, Alter, ich weiß nicht, der Pokémon-Ding, Dann hab ich mir so ein bisschen logisch und dann weißt du, was ist ein Scheiß drauf und für Montag angekündigt. Ich bin gespannt, was wird. Ja. Aber richtig geil, wenn du also diese Videos dazu sechst, dann wenn dann ein Hund einfach nur da steht und du so, mach was Cooles. Von Palworld so, die Helfer da oder schießt von irgendwelchen Kanonen. Ja, man kann offensichtlich die Viecher irgendwie versklaven, dass sie in deinem Heiler und so. Ich hab so gesehen, wo dann ein Haufen von den Viecher da sitzen und bauen Waffen zusammen. Bin gespannt, was das wird. Anschauen werde ich es mir auf alle Fälle. Es schaut witzig aus und es soll ja wirklich Spaß schauen, machen. Und ganz ehrlich, ich spiele es selber nicht, aber ich kriege es natürlich mit im Gaming-Journalismus. Wenn Nintendo jahrelang verpennt, aus Pokémon was Anständiges zu machen, ey, dann kehrt es eigentlich nicht alles. Da habe ich auch gelesen, hat es geheißen, das war halt dann, wenn das jetzt so bleibt und so weiter, dann war das endlich mal so ein ernstzunehmender Konkurrent für Pokémon und dann war es halt immer geil, wenn sie mal neu sein müssen, wenn sie gescheite Grafik machen hatten, weil selbst die Switch hat eh nicht die beste Leistung und selbst da schauen die letzten Generationen unterirdisch aus. Ich habe mir so ein bisschen angeschaut, das letzte Spiel, was da gekommen ist, ist in der Luft zerrissen, das schaut aus wie von 2008. Furchtbar da war ich so wie Nintendo, hallo? Es ist so fucking einfach, da ist wirklich null Herausforderung bei irgendwas da. Und ja, man kann so sagen, okay, ist das für Kinder? Ja, aber es gibt halt mittlerweile, sind die Leute, die das früher gespielt haben, erwachsen, man kann halt vielleicht einen Schwierigkeitsgrad einführen. Das ist was gerne übersehen wird. Mhm. Aber ja, mal schauen, vielleicht kommt jetzt der Palworld und wird entweder wegverklagt oder sie werden da gehe ich schwer davor aus, weil echte Konkurrenz ist. Die kann schon extrem ähnlich an die Pokémon alle Vergleiche. Da gibt es ja viel Vergleichsbattle. Ja. Aber gut, was heißt, bei Pokémon gibt es so komische kleine Krebs. Natürlich muss ich jetzt jedes Spiel verklagen, wo irgendwo ein Krebs vorkommt. Ja. Was soll ich machen? Aber gut, wir werden sehen, muss ich jede Intensivstation vor mir verklagen. Ganz kurz, was ich noch mal aufgreifen soll. Ich habe doch Ballers League, habe ich gehypt. Ach, der Henne mit der Blutkappe marschiert ist. Ich habe so viel lachen müssen. Ich habe es nicht gesehen. Da wo ich dann wirklich, ich habe dann an Ort drauf reingeschrieben, die wo halt eigentlich mit Eintracht Spandau und so gar nichts an
gar nichts am Hut haben. Mhm. Also Eintracht Spandau, weiß nicht, ob der das was sagt. Ja, ich hab da ein bisschen was nachgeschaut. Und die haben jetzt da praktisch auch eigentlich so aus dem E-Sport mal raus, wirklich diesen normalen Fußball mitzunehmen. Und dann habe ich schon die anderen geschrieben, wie so, leck, Christy die schon. Und dann er so, ja, er schaut das gerade. Und ich so, ja, da freue ich auf Eintracht Spandau. Und dann er so, ja, wer sind die, was möchten die überhaupt? Und ich so, ja, wart einfach ab, weil die haben ja erst um 10:30 oder um 10:30 oder so gespielt. Und auf einmal so, ja, hier kommt Eintracht Spandau, aber wo sind die Spieler alle? Oh, und dann kommt aus dem Gang, geht auf einmal Henno, als Sparkassen-Henno, wie der größte Idiot, mit Stock im Arsch da raus und hat eine 30-Mann-Kapelle mit dabei. Er wusste, denkst du, wieso? Ja, weil das kann ganz einfach und weil er jeder drüber redet. Und ja, und das ist genau das Geile. Und du hast da wirklich so extrem große Streamer und populäre Leute wie ein Mats Hummels, wie ein Podolski dabei. Ja. Und der Einzige, der da richtig was aufzirkt, ist halt Henno Blatt. Also richtig, richtig geil. Auch wenn mich die Liga an sich ein bisschen enttäuscht hat. Die ist irgendwie noch so ungeplant und auch mit so die Pausengeschichten und so weiter. Aber die Geschichten, also das Regelwerk, was ich ein bisschen gelesen habe, das hat eigentlich viel Potenzial, mit dem, dass doch dann irgendwann Regeln dazukommen oder unseren. Das ist auch ganz geil eigentlich, aber es hört sich in der Theorie besser an, als es in der Praxis ist, weil du musst dir vorstellen. Nein, gib ihnen nur ein wenig Zeit und dann lass sie das entwickeln und beten wir zum lieben Gott, dass die ganze Geldscheiße so lange wegbleibt. Also natürlich musst du Geld fließen, das ist ja egal, aber die ganze Scheiße auf den Kosten. Mann, es sind die Samsung Power Minutes, die 3 Minuten vor der Pause. Ja, aber da kostet der Spieler ja, 300 Millionen. Samsung ja, Power noch Minutes. Nicht. Ja, noch nicht. Na, aber das, also von der Theorie her hört sich das sehr interessant an, weil ja auch dieses, ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Mit, das ist der Hexen, das ist zum Thema Aufmerksamkeits. Ja, aber genau so generiert man Aufmerksamkeit, indem dass man maßlos übertreibt. Und das weiß er ganz genau. Das weiß er ganz genau, weil der Typ vergrenzt. Hat doch an, das hat Debil der Monte ist Genies. Stefan Effenberg hat am Monte gefragt, ob Hand of Blood, ob der behindert ist. Was tun denn, der ist doch der Effenberg auch dabei. Ja. Der gibt sowieso nicht. Ja. Wenn der Basler mit einem mittet, dann bin ich auch dabei. Und dann frage ich, sag ich dir, wie es ist. Aber ich kann doch nicht einen Behinderten fragen, ob ein anderer behindert ist. Oder? Das stimmt. Wir sind ja alle gleich. Wie hat der Flo sagen, Spaß. Eigentlich bin ich nie so einer. Da ich nie ernst sagen, sowas. Aber geile Geschichte, habe ich sehr lachen müssen. Ich würde sie schon schreien können. Da habe ich mir die letzte Folge nämlich auch nochmal hochgeschaut. Und da habe ich mir schon gedacht, puh! Aber es kam kein einziger Kommentar. Nein, null. Na, das haben sie gar nicht checkt. Ja, generell zu wenig gekommen. Ja, 100 Stück, oder? War, glaube ich, aber auch letztes Mal. Nein, ich meine, aber weniger als, weil ich sage mal, sonst kann man nicht. Ich gehe einfach von den Gegenwind-Kommentaren aus. Da waren auch letztes Mal, waren auch zwei drin, einen von einem Landwirt, Epsi. Der hat mir ein bisschen so aufgeklärt, was so los, warum, weshalb. Bist du jetzt schon leer? Oh, aber es ist halt okay. Einfach, das ist so, ich habe es letztes Mal schon gesagt, es ist wunderschön und es ist ja schön, dass du das alles weißt. Der normale 0815 weiß das halt nicht. Es interessiert ihn aber halt auch nicht. Was soll ich machen? Ja, es ist ja genauso wie mit dem, wo wir drüber geredet haben, mit den Immobilien und sowas. Hey, so lange mit mir, fangen wir jetzt nicht schon wieder mit der Politik. Wir kommen doch jetzt nicht vom Hand auf Blatt und Behinderte auf. Ja, komisch. Auf Landwirt. Wobei, ich sehe schon mal. Letztes Mal habe ich mit Fett eingeleitet, diesen Leitmann mit Behinderte. Ich hab Traum von dir. Nicht ganz, ich habe vor der Aufnahme da geträumt, es war so ein Bullshit, dann habe ich nämlich geträumt, dass wir uns voll gestritten haben beim Aufnehmen, dann bist du aufgestanden, bist dahinter gegangen, hast einen Hockeyschläger geholt und mir einen hergeworfen und dann haben wir mit dem Hockeyschläger gekämpft. Vor allem, du bist sauer, du schmeißt der Mann auch nicht. Ja, ich hab eine faire Chance, hast du gesagt, ah, das stimmt, ja schon. Und dann du so, jetzt glaubst du, und dann bist du hinten und hast einen Hockeyschläger. Und dann war es noch, da habt ihr ein neues Bad gehabt, voll neu hergerichtet, voll luxuriös. Und dann so, Duschen wo ist denn das Klo? Ich muss aufs Klo. Und dann hast du gesagt, wir haben keins mehr, weil Birgit mag nicht, dass ihr so wieder aufs Klo geht. Ich bin aufgewacht, aber irgendwas. Was zur verfickten Hölle? Kopf, Hirn, Traum, warum? Stabs ist. Oh mein. Aber wir sollten. Ja, weißt du, was der Schlüssel ist? Hockeyschläger. Nein, die Blauen nicht erwähnen. Und nicht aus irgendeinem Grund. Die Hockeyschläger waren sogar blau im Traum. Ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, warum ich das. Das macht manchmal so den Eindruck. Dass du blau in Schutz nimmst. Ja. Ja, ab und zu können sie so rüber. Ja, weil automatisch so, weil ich das gezielte Dagegenhetzen in beide Richtungen nicht mag. Aber mittlerweile kannst du es nicht mit Schutz nicht mehr nach Massendeportationspläne. Hallo? Selbst ich bin auch gerade halber Deutsch, also bitte, dann bin ich fort. Dann ist okay, bye. Have a great time. Super. Ich bin halb Deutsch, halb. Weißt du, was da drauf stinkt? Halb Beauty Hunter. Also, ja, halb weißt du, was da drauf stinkt? Halb Schwanz. An diesem Geheimplan? Hm? Finde ich weiß es nicht, das ist nur so ein Gefühl. Dass er aufgekommen ist. Nein, erstens. Aber ist ja kein Geheimplan mehr. Zweitens, die Methoden.
wie das gemacht worden ist, dass das, dass da nachher da wird. Mit Botemieten, mit Kameras, den Leuten sind Scheiß, das schmeckt irgendwie komisch, sag ich ganz ehrlich. Das, wenn die Blauer dort hatten, war da die Scheiße am Dampfen. Auch wenn ich es nicht mag. Für mich ist mittlerweile übrigens der Hauptgrund, warum es nicht, warum es unwählbar sind, nicht die Personen, die da drin hocken, sondern der Austritt aus der EU. Das ist der größte Schwachsinn, den ich jemals gehört habe. Also, das ist wirklich die dümmste Scheiße, die ich jemals gehört habe. Und, dass dieses Treffen ja schon irgendwann im November stattgefunden hat und dann an die Öffentlichkeit kommt, wenn die Straße voll ist mit Leid. Na, die war davor, ist ja das rausgekommen. Aufgrund dessen ist ja die Straße voll mit Leid geworden. Nein, mit dem Geheimtreffen hat das nichts damit zu tun. Ich finde so, die ganze Bauern, wann ist denn das? Wann ist denn das in den also nicht, Medien nicht die Bauern jetzt, sondern ich meine, die Demos danach, aber jetzt gemeint, meinst ja. Weil die sind ja auf Basis da von. Da habe ich auch noch was, was ein bisschen seltsam, was sie an vielen Stellen ein bisschen seltsam lest, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, dass das, wenn das schon mit im November alles aufgenommen war und bekannt von diesem Geheimplan und keine Ahnung, warum wartet man dann bis Ende Dezember? Man muss das streuen, man muss erstmal die Leute genießen. Das ist ein komischer Zufall. Und dann du musst halt, also keine Ahnung, ich bin jetzt ja da, ich bin jetzt kein investigativer Journalist, ja, oder sowas dabei war. Aber ich glaube, dass da schon ein Haufen Arbeit dahinter ist. Du musst die Sachen erst mal auswerten, du musst erst mal sagen, wo es da wirklich alles zu 100%. Wo es gesagt worden und diese Korrektiv, die das machen, das ist ja aufgenommen worden. Also was muss ich da überprüfen? Was ja, nicht, also ist. Fotos halt und so weiter, die sind nicht gemacht worden. Und, ja, was ich glaub, muss ich da überprüfen? Das ist der, warum sage ich das in 4 Wochen vorher? Sondern genau in der Woche, wo alle zum Streiken und zum Stressen anfangen. Das schmeckt ein wenig komisch. Finde ich. Ich möchte nochmal, ich nehme Blau nicht in Schutz, aber das stell dir einfach nur vor, das war umdreht. Aber es ist ja prinzipiell, ich sage mal prinzipiell ist es ja scheißegal, wann es rauskommt, das ist so hart an der Grenze, dass ich nicht mehr sagen kann, diese Partei ist irgendwie vertretbar. Theoretisch ist aber dann vom, CSU, CDU nicht mehr vertretbar. Da sind auch welche dabei gewesen. Warum würden wir über die nicht geredet? Es wird generell von Schwingen darüber geredet, die kennen alle raus. Die kennen, also da. Alle. Aber es hat ja noch, ich glaube, es hat keine Konsequenzen gegeben, außer von diesem Typen, der die rechte Hand von der Alice Weidel war, meine ich, der ist jetzt erst einmal. Ja, wie immer, upsi. Ja, genau. War blöd. Es gibt ja sogar, AfDler, die tweeten, das ist kein Geheimplan, das ist ein Versprechen. Also, das sind so krasse Sachen. Ich habe aber auch noch nichts gesehen, wirklich ganz konkret. Vor allem in Video- und Aufnahmenform von irgendwelchen Massendeportationen und sonst irgendwas gehört. Wer das gesagt hat und was er genau gesagt hat. Ja, da ist dieser, ich glaube. Das darf mich interessieren. Dieser Martin Sellner ist da dabei. Das ist aber so, kein AfD, oder? Das ist so ein Neonazi-Typ aus Österreich. Der Mann schreibt ein Bier und so weiter und der Mann hat da einen Vortrag über das gehalten. Und da müssen wir bei korrektiv.org schauen, die haben den Bericht dazu, den musst du mir lesen, das ist ganz interessant. Und das Krasse ist halt auch. So diese, krass, dass ich das so jetzt selbst dem gehört zugehört. Dem gehört nicht zugehört. Warum wir ihm nicht zuhören im Sinn von, schauen wir mal, sondern im Sinne von, kenne deinen Feind, was ist der Plan? Ja, aber nicht seine Reden. Also der gehört, wenn dann durchleuchtet, aber seine Reden nicht, weil damit kannst du, weil schau mal, jetzt mal ein krasses Beispiel, aber schau den Hitler an, weißt du schon, der hat durch das, dass man ihm zugehört hat, hat der Leute auf seine Seiten ziehen können, weil er das Zeug alles so verpackt hat, was gekostet hat, ja, Kim, kann man schon machen, aber was ich so krass finde an diesem Treffen, das war ungefähr 8 Kilometer weit weg, wo damals diese Wannsee-Konferenz war, wo man die Judenentlösung geplant hat. Das ist ja für unfassbar schwierig, dass man, das ist, weil das verharmlost einfach NS-Verbrechen. Ja, das ist und so. Und da haben wir nochmal auf einer ganz anderen Stufe, also nochmal ganz woanders. 60 Millionen Tote, 6 Millionen vergaste Juden und verglichen mit irgendeinem Österreicher Trottel, der sie wünscht, Massendeportation. Ja, ja gut, da ist schon nochmal irgendwo eine Stufe. Wir reden davor alle Leute mit Migrationshintergrund und alle Leute, die nicht dem Bild entsprechen, das sie sich vorstellen vom Deutschen. Und das würde ich gern konkret die Aufnahmen hören. Vorher kennt man die Favorites sein. Ich muss mir bei Korrektiv reinschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob auch welche dabei sind. Ja, ich möchte Videos sehen. Ich muss mir reinschauen, ob da welche dabei sind. Das weiß ich jetzt nicht auswendig, ob da welche dabei waren. Da müsst ihr selber rein. Ich habe nur den Bericht, ich habe nur den Artikel, den schriftlichen Artikel gelesen. Da ist jetzt anscheinend im Gespräch, ob der nicht ein Einreiseverbot auf Deutschland kriegt. Das ist eigentlich ganz witzig. Wenn derjenige, der Deportationen plant, dann nur einer. Ja, natürlich. Ja, genauso wie der Rest, der sonstige Sachen da hören plant. Sehe ich ganz, ganz furchtbar ähnlich. Alles wie auf Wiedersehen. Was ich aber wieder fragwürdig finde, auch wenn ich ihn nicht mag. Und die schlimmste Person in dieser ganzen Scheiße wird. Findest du es berechtigt, am Höcke Grundrechte zu entziehen? Ist das die richtige Art, wie man damit umgeht? In dem Maß, wo sie es machen, das ist ja alles
vom Grundgesetz und von der Demokratie her gedeckt. In dem Maß, wie sie es vorhaben, ist ja nicht so, dass er dann seine Würde und so weiter, sondern da geht es um diese Themen, mit denen er... Die Würde hat er vorher schon verloren. Da hat er selber dafür gesagt, ja. Aber in dem Maß, wo sie es machen, weil du kannst diese Leute nicht mehr inhaltlich stellen, wie es ja bei manchen heißt, die versuchen inhaltlich zu stellen, was tun, unsere konservative Mitte, die bietet sich nur an die ganzen Themen von der AfD, die ganze Zeit rum versucht, damit Stimmen abzugreifen und was passiert? Die AfD kriegt noch mehr Stimmen, weil warum sollte so AfD 2.0 gehen, wenn ich das Original haben kann? Und deswegen hasse ich ja so viel, was da momentan passiert, weil der einzige Grund, warum Blau so viel Zustimmung kriegt. Einzigste. Was hab ich gesagt? Die einzigste. Nein, aber ich sag's. Einzigste. Ist nicht, weil alle Nazis sind, sondern weil die da gerade umeinander werken, nur Scheißdreck machen. Mhm. Also halt nur, den man richtig, richtig zum Gespüren kriegt. Und ich verstehe es einfach nicht. Als war es Absicht. Und ich sehe keinen Grund dahinter, was hat das für einen Sinn, ich verstehe es nicht. Als warten alle bloß noch dumm. Haben wir letztes Mal schon über den Bauern so die zwei sagen, gesagt. Ja, so, wer hat sie bloß? Du kannst einfach nicht mehr. Da hat es eine gute Idee, geh aus und sag sie ja nicht. Ich glaube, ich fahre nächste Woche schon wieder auf Berlin mit den Trecker. Ja, absolut richtig. Ja, du wirst die ersten jetzt schon losfahren. Wir müssen immer schon los. Ich habe die ganze Zeit bei den Bauern, die muss was gehört hat, ja, und dann schütten sie einen Mist auf die Straße und blockieren das. Und man denkt, das ist den ganzen Sommer so. Das tut noch überhaupt nichts. Den ganzen Sommer sind alle Straßendreckig, ich komme nicht vorüber, weil mir irgendein Bauernläufe vor mir fährt, außer den einzigen Bauern, den ich jemals erlebt habe, auf der 20er, der rechts auf Zeiten rausgefahren ist und hat die Kolonie vorbeilassen, da gehen fette Props aus, der Bro. Aber der Rest war doch eine scheiß Demo, die bringt euch überhaupt nichts, weil es das ganze Jahr bei uns im Land so ausschaut. Außer den Deckendorf, wo ich reingekommen bin, habe ich mir nicht kurz. Deckendorf 10 Uhr auf die Nacht, Samstag. Wollte man schnell auf Rummansfelden haben müssen. Und dann komme ich in so eine Drecksdemo rein. Ich denke mir so, hau ab. Jetzt. Gott sei Dank, dass ich ein bisschen in Deckendorf auskennt habe. Jetzt habe ich es nur umfahren können, aber alle anderen waren nicht geil. Jetzt darf es geil um 10 Uhr auf die Nacht bis um 11 Uhr da stehen. Und dann stehen Leute draußen an der Straße und filmen alle. Und ich denke mir so, habt ihr es noch nie einen Bulldog fahren gesehen? Ich weiß nicht, das ist immer selbst, das verstehe ich überhaupt nicht. Ich habe gar nicht gewusst, wer mich mehr aufregt. Die Leute, die mich blockieren oder die Leute, die da umeinander stehen und filmen. Ich glaube, die zweiten waren es, die mich mehr aufgeregt haben. Apropos umfahren. Hast du bei umgefahren? Umfahren und umfahren ist genau dasselbe, aber bedeutet das Gegenteilige. Ich weiß schon. Das ist viel krass. Das ist echt richtiger Mindfuck. Nur weil wir gerade umfahren gehabt haben. Mein Hirn ist überfordert, ich habe kurz gebraucht. Da habe ich Mist, dass ich den Artikel nicht mache, weil da habe ich mal eine Liste mit solchen Wörtern. Ja, da gibt es wirklich gute. Da gibt es ganz viele so Wörter, mir fällt jetzt auch ganz mehr ein, eben außer das Umfahren. Eins habe ich noch gewusst. Ja, aber dann beim nächsten Mal. Ja. Weißt du, warum das alles ein bisschen seltsam schmeckt auch noch? Weil es nicht gut gewürzt ist. Das einzige Dumme, was ich diese Woche irgendwo gesehen habe, ich habe nicht viel angeschaut, weil ich auch ein bisschen versuche, mich nicht mehr so. Du fällst irgendwann in ein Medienloch hinein und wirst nur zugeschissen mit diesem Mist. Jetzt verzeih heute. Und wirst irgendwann närrisch. Ein Beitrag, ein Interview auf dem MDR. Das ist der öffentlich-rechtliche in, glaube ich, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und so weiter und so fort. War ein Interview? Nordrhein-Westfalen ist das. Der Rest heute. MDR. Oder also MDR. Dann ist Nordrhein-Westfalen. Ich habe MDR aufgeschrieben. Nach und zwar Rundfunk. War das ein Interview mit Hans-Joachim Marz. Der Mann ist Psychiater. Gut. Der ist so Mitte 60, 70 umeinander. Hat der Termine frei. Weiß ich nicht, musst du mich rufen. Weiß nicht, musst du mich googeln. Schickst mir den Namen durch. Ja. So, wir sollen so darauf reagieren. Machen wir es wie alle anderen. Schwupps, vergessen. Interview, da sitzt einfach da gibt es einen kurzen Ausschnitt, da sitzt eine junge Dame daneben, die fragt nur so zur aktuellen Lage und dann fängt er so ein bisschen zum Verzeihen und gar nicht schlimm, also wirklich nicht schlimm. Von wegen der Willkommenskultur und der Masseneinwanderung und dass das ja klar ist, dann denen kommen ja noch nicht einmal besser, die kommen zu uns, die kriegen alles, das ist egal. Aber dieser ganze Sozialstaat und so weiter ist nicht vereinbar mit einer Massenzuwanderung, weil irgendwann ist halt einfach das Geld Schluss. Das ist ja nur logisch alles. Und was weiß ich, was alles. Und für das ist die Interviewhaltende, deren Namen ich nicht weiß, weil der nirgendwo da eingeblendet worden ist, redet nicht dazwischen. Brunskachel. Anders kann ich es jetzt nicht sagen. Die redet nicht dazwischen, die lassen einfach reden. Ja. Und dann gibt es ein zweites Interview direkt danach, wo sie dann diese junge Dame rechtfertigt, wie dermaßen sie von der Chefetage einen auf den Deckel gekriegt hat, was sie sich da erlaubt, dass da nicht dazwischen redet, wie kannst du den so reden lassen und so weiter. Und sie sagt halt dann ganz normal, ich bin freier Journalist, ich bin neutral, ihr habt den eingeladen, was soll ja, das? Ist ja genau und richtig. Ich sitze dann so daneben und höre mir das so an und denke mir so,
Und ihr Vollidioten wundert euch, warum euch keiner ja was glaubt in dem Ding drin. Ja, du musst da den dazwischen drehen, du kannst den nicht, außerdem, der ist 68 Jahre oder so, der ist sowieso nicht ganz. Und sie ist dann da gesessen und gesagt, wie kannst du so über deine Gäste reden, bist nicht ganz sauber. Mhm. Ja, du musst da im Sinne des MDR handeln. Nee, und da sitzt sie daneben und denkt, ja, was so, wirklich rechtlich halt. Das ist passt schon. Und ja, dann, nicht bei alle, weil zum Beispiel, ich höre mir immer den Funk-Podcast einmal in der Woche, der, was diese Woche wichtig war. Was war diese Woche wichtig? Genau, so heißt der Podcast. Ach so! Wow. Ich weiß nicht, was das ist wie, bei, damals ja, wie damals beim Spätzl. Kennst du die Band, weil es wurscht ist? Oh, mir ist es auch wurscht. So ungefähr war das jetzt der Grund. Ja, was weiß ich nie, wie der scheiß Podcast wird. Und deswegen mache ich den so gern, weil wie du schon sagst, das sind freie Journalisten, also das sind ganz normale Journalisten, die arbeiten aber für den ZDF und so weiter. Und die sagen immer, also die bleiben völlig neutral in dem ganzen, in der ganzen Berichterstattung. Es wird von jeder Seite erzählt, egal welches Thema das wird, Nahostkonflikt, Ukraine-Konflikt, rechts, links und so weiter. Und deswegen, und da erkennst du, ob er eine gute Arbeit macht oder nicht, in meinen Augen, wenn er nicht parteiisch berichtet, sondern wenn er einfach sagt, so und so ist. Wenn sie es nicht wissen, dann sagen wir, wissen wir es nicht. In der nächsten Folge, wenn es irgendeinen Fehler gegeben hat, dann heißt es, pass auf, wir haben in der letzten Folge einen Fehler gemacht, das ist eigentlich so und so. Und das ist halt in meinen Augen dann der richtige Journalismus und der gute. Und das passiert halt da überhaupt nicht. Es gibt die Korrekturseite im ZDF, ja. Die gibt's. Aber ja, die wird ungefähr so präsent gezeigt, wie mein Penis an Frauen. Richtig. Also äußerst. Also, ungefragt. Ungefragt. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich ungefragt die Fehlerseiten von der ZDF mal per WhatsApp gekriegt habe. Jo. Und das sind lauter so Sachen, da wo ich mich frage, Leute, das, und ihr wundert euch immer noch, ich verstehe es nicht, dass euch keiner mehr was glaubt. Und was auch ein bisschen komisch schmeckt, ist Demos so gegen rechts. Erster Artikel, den ich lese, 30.000, dann haben wir bei 50.000, im Fernsehen heißt es Hunderttausende und gestern oder vorgestern hat es geheißen Millionen von. Aber ja, was jetzt, Leute? Es waren da habe ich auch noch geschaut, weil da, ich glaube, das ist vom BR, gibt es eine Sendung, die von welchem Bär? Nicht von dem auf dem scheiß T-Shirt. da gibt es eine Sendung, die ist quer. Bär. Und die haben. Gay! Gib mir mal ein Messer, weil ich nachstiche jetzt gleich. Auf alle Fälle haben die das mal erklärt mit dem, weil die haben auch gesagt, da 50, da 100 und wie kommen diese Differenzen zustande. Und die haben das mal erklärt, dass es fürs Zählen von solchen Dingen, ja, da gibt es keine richtigen Maßnahmen oder selbst. Das Einfachste war natürlich jede Person zählen, aber es geht aber so ein Ding nicht. Und das sind dann immer Schätzwerte von der Polizei erstens. Dann sind Schätzwerte von Aufnahmen mit den Flächen, die sie kennen, wo es ungefähr dann hochrechnen. Und deswegen, also in der Regel sind es immer Zahlen, das sollten eigentlich auch sich nicht Dinge dazu schreiben. Woher kommt die Zahl? Wer hat die Zahl gesagt und so? Aber es liest halt auch oft einmal nicht mit dabei. Wenn dabei steht, Schätzung der Polizei, die ist Schätzung von denen, die ist oder sonst, dann gibt es ein paar Dinge durchsichtiger. Da steht nur fett in der Überschrift drin. Millionen von Demonstranten aber gegen Regen. Ja, okay. Deutschlandweit meine ich, waren es um die 1,5 Millionen insgesamt. Aber es ist ja trotzdem wirklich Wahnsinn für das, dass es spontan innerhalb von kurzer Zeit wirklich so viel Leute auf die Straße drin hat. Das finde ich überhaupt nicht. Find ich ziemlich geil. Das finde ich ziemlich geil, dass da das wirklich Leute Kante zu haben. Was ich da nicht so geil finde? Diese lustigen schwarz-rot-grüner Flaggen dazwischen. Schwarz-rot-grün. Mit dem roten Dreieck an der Seite. Weiß. Schwarz-rot-grün-weiß. Hä? I don't know. Palästina-Trottel? Ach so, die habe ich jetzt nicht gesehen. Warum schleichen sie die da rein? Da wird nicht drüber geredet. Umdreht, da wenn ein AfDler oder irgendwelche Nazi-Trottel auf der Bauern-Demo gewesen warten, war den warten, wenn und also ich hab davon gar nichts gehört, dass da jetzt irgendwo so die. Ja, um das geht's ja, aber sie waren da, es gibt Bilder. Ja, gut. Warum wird da nicht direkt drüber? Die haben da nichts verloren. Da hat ja keiner Bock drauf. Da es braucht aber keiner erzählen, dass irgendjemand Bock hat auf diese Alu-Hakpa-Trottel. Wie gesagt, man muss halt auch wieder, man muss, erstens ist es auch noch 27, muss ich auch sagen. Ja, aber was hat das gegen rechts da drin verloren? Es ist ja nicht gerade direkt, es ist ja nicht nur gegen rechts, es geht ja um Freiheit, um Demokratie und so weiter. Und da darf ich, wenn ich, bei Palästina muss man es halt immer differenziert sehen, in meinen Augen, dass ich über die Zivilbevölkerung, die da drunten leidet, die normaler, jetzt halt wahrscheinlich nicht diese anderen Trotteln, und für denen ich eine Freiheit, für denen ich einen Frieden, darf ich auch sein. Und nur das Palästina selber ist halt, wie gesagt, nicht schlimmer. Was, oder was from the river to the sea bedeutet? Ja, das ist eben dann wieder das falsche Thema. Genau, das und ist das falsche. Wird geschrien und wenn auf das der Straße. Wo habe ich jetzt auch? Also ich habe viel Beutel gesehen, ich habe viel Videos gesehen, aber das ist mir jetzt nicht großartig. Was ich auch falsch finde, auch wenn ich es nicht mag, AfDler töten.
Auch schwierig. Laut das an. Und kommt darauf, wie es geschrieben ist. Ist schon so, wie ich es gesagt habe. Ganz das ist wie, klar, wie bei dem, die Partei-Poster. Nazis töten, Punkt. Da ist sonst nichts mehr dabei gestanden, soweit ich weiß. Ja, genau, wenn du heißt AfDler töten, Punkt. Und selbst wenn. Dann ist es eine Aussage, dann heißt es nicht, so, ist es nicht ein Aufruf, sondern ist es eine Aussage. Und so Rechtsextremismus das Ding, tötet. Das ist so das Plakat im Verhältnis, dann steht drüber so klar das und ganz groß AfDler töten und wieder klar, dann ist die Message genau die. Und nicht, damit ich mich rechtlich absichert, schreibe ich drunter noch irgendeinen Scheißdreck. Ja, wie gesagt, wenn ein Punkt dabei ist, ist alles, es gibt immer mal einen, der, wo da du musst immer queer schießt. Queer schießt. Ich nehme sie nicht in Schutz. Aber ja, denk aber da einfach nur, die Rechten gehen auf die Straße und schreiben da grüne Töten drauf. Ja, finde ich trotzdem kacke gerade, dass du jetzt das Thema so unterjubelst mit dem, dass eventuell da irgendwo so eine Flagge mit drin war. Ja. Ist nicht untergübelt, gibt's Battle. Da brauche ich nicht. Natürlich das ist kein Untergübel. Ja gut, die Frage ist halt wieder, woher sind diese Battle? Weil wir haben jetzt in den letzten drei Monaten weiß, haben wir ja tausende Demos gehabt und jetzt wird es wieder. Also ich fand's cool. Ich find's super. Also absolut, ja, um Gottes Willen! Also, und das auch, das Thema haben wir schon mal gehabt, dass Arschlöcher sich auf Demos einschleichen, hast du überall dieses Thema. Und in dem Fall glaube ich, ist aber diese Arschlochquote so gering, dass sie vernachlässigbar wird. Und vielleicht haben sie da noch ein paar auf den Kopf gekriegt, aber wenn Gewalt nicht toll ist. Was ich persönlich sehr, sehr geil finde, ist tatsächlich das, dass jetzt auch mal die Normalos, also jetzt, ob jetzt nicht irgendwelche, was ist die Normalos, aber auch die Mitte der normale, genau, die Mitte auf die Straße geht und nicht jetzt irgendwelche, nicht jetzt irgendwie die Bauern, weil es direkt betrifft oder irgendwie Palästina. Hast du das in Berlin gesehen? Und nicht bloß Bauern. Natürlich nicht nur, aber ich sage mal, das war ja von denen ich ausgehen und jetzt hast du wirklich eigentlich praktisch alle beisammen, die, egal ob die jetzt irgendeinen Migrationshintergrund haben, ob das jetzt ganz normale, also wirkliche Volksrepräsentation, genau, und wirklich diese komplette Repräsentation davon hast, um dass jetzt wirklich mal ein Schwung durch die Massen geht. Ist ja gut, aber was das Ärgerliche ist, es passiert genau gar nichts. Für den Moment lass das wird jetzt auch, das wird, ich riech's bis daher, die Leute müssen, und jetzt, weißt du, die Demos? Die jetzt da aufstehen und gängen, die hoffe ich halt auch, dass die dann wählen gängen. Das war halt wichtig, dass diese Leute wählen gängen und dann halt ein richtiges Kreuzel sitzen. Ich sag das, wie es ist, das wird nicht viel bringen. Wenn sie richtig wählen. Wenn die so weiter wären, wirst du die letzten zwei Jahre da haben. Das wird nichts bringen. Das denke ich schon, weil es wird jetzt immer mehr. Nach den Demos waren die ersten Umfragewerte, ist AfD um 2% gefallen. Ja. Das Problem ist halt, es gibt keine Auswahl. Wenn Schwarz wieder gewinnt, kriege ich dasselbe wie jetzt, bloß mit ein bisschen anders. Sind wir back to the dann kriege ich wieder Schwarz-Grün, vielleicht sogar Schwarz-Grün-Gelb, ist genau dasselbe in Grün. Oh, wird's. Gelb 5%. Ja, dann kriege ich Schwarz-Grün, noch schlimmer. Und wenn das so weitergeht wie hier, dann ist sowieso Hopfen und Malz verloren. Also ganz ehrlich, da brauchen wir nicht schlimm, wie gesagt, also man kann nicht alles auf die Gräne schirmen, weil alles, was jetzt gerade passiert, ist ganz viel Fehlerbehebung von den letzten 16 Jahren. Schwarz. Genau. Und wo sitzt denn dann mein Grätzli? Ja, deswegen sage ich, also... Das ist ja, wo sitzt mein Grätzli? Also ich bin jetzt auch nicht Ampel... Dass sie irgendwas ist nicht die beste Regierung, die es gibt, da brauchen wir nicht schmerzen. Aber mich würde interessieren, wie war so eine weitere Legislaturperiode, wenn diese Fehler vor 16 Jahren schwarz nach und nach ausbessert werden, wenn die wirklich mal so arbeiten könnten, wie sie möchten, wenn sie nicht den größten Oppositionsführer aller Zeiten in der eigenen Koalition hätten, wie könnten die arbeiten, wenn es wirklich ein Miteinander war, weil aktuell ist es ja nur so, wie kann ich Eppern am besten uns auswischen, Gefühl von der CDU und CSU und so weiter. Das ist alles nur so... Jetzt genau das, aber wo sie hinaus möchte. Genau, also es geht nicht mehr um uns, sondern es ist gefühlt nur, wie, jeder hat sein Riesen-Ego und wie kann ich dem anderen uns dafür auswischen? Und das ist mittlerweile so... Ah, so anstrengend, wenn du dann nochmal reden im Bundestag anschaust. Das ist eigentlich nur, da kann ich mal Rapper Mittwoch auch anschauen. Da wird sich nur aber gegenseitig gebettelt die ganze Zeit, ja. Das ist, und das es nervt ist von diesen großen und Altparteien ist nichts mehr wählbar. Ich sag auch als Opposition, natürlich haben wir als Opposition die Aufgabe, der Koalition ein bisschen auf die Füße zu steigen. Aber ich soll ja da trotzdem schauen, dass das Land irgendwie läuft. Und dann schaut er diese mit meinem Haushalt jetzt, mit den 16 Milliarden. Hat ja Schwarz hat ja da Klage eingereicht, dass dieses Thema okay ist. Ich hätte vielleicht, auch wenn das jetzt alles nicht passt hat und so weiter, aber ich hätte vielleicht sagen können, hey Alter, dieses Loch, wenn wir da einreißen, dann haben wir ein Riesenproblem. Halt mir unser Maul. Hätte ich machen können, aber nein, ich möchte gerne auf die Füße aufsteigen und mache das mit Absicht mehr. Und das ist halt. Es war aber auch komplett falsch. Und was mit 16 Milliarden? Die sollen ja wieder auftauchen. Ich finde es gut, dass sie es gemacht haben.
Ja, wie gesagt, aber dadurch also, haben wir da ein Riesenloch gehabt. Dann haben wir 16 Millionen, dann haben wir das Thema mit den Bauern, dann ist die Förderung für die Aber was, glaub, was sagt es dann an die anderen Parteien? Okay, es ist scheißegal, was wir machen. Wir können da einfach den ganzen Haushalt verwenden, wie wir wollen, auch wenn es falsch ist. Ja, es ist ja. Schwierig. Das Problem ist ja, die Erklärung hat er da gefeilt, weil auch dieses Klimathema. Du musst ja was sollen die denn erklären, wenn die den Haushalt verkacken? Weil du. Das Geld ist ja, für Corona-Maßnahmen gewesen. Und das ist ja ein Sonderdarlehen, glaube ich, gewesen, das du nur aufgrund von so einer Krise haben darfst. Ja, genau. Und du, sie hätten erklären müssen, warum die Klimakrise, für die sie es ja dann hernehmen wollten, warum die auch dieses Ausmaß hätte oder haben kann, dann hätten sie es machen können. Aber diese Erklärungen machen halt zum Beispiel nicht ausreichend. Komisch. Und ja, aber wenn ich da halt dann vielleicht ein bisschen miteinander zusammengearbeitet hätte, dann hätte ich sagen können, hey, pass auf, wir brauchen ja das Geld für uns alle, anders müssen andere Leute darunter leiden. Arbeiten wir zusammen an der Erklärung, in diesem Fall machen wir es miteinander und dann wäre das gegangen. Ja, nee. Aber diese drei Parteien haben sie grundlegend nicht so... Nicht gerade die drei. Eigentlich alle. Und jetzt, du erklärst genau, wo sie hinaus möchte. Die sind selber schuld, dass passiert, was passiert. Ich bin mir sicher, dass ein Großteil der Blauwähler, dass die, das ist sehr viel Protestwählerei, das ist sehr viel... Bockerei. Ist bei mir das ähnlich. Ich habe nicht viel... Ich kann nicht wenige. Es ist, ich wähle nicht schwarz, weil ich genau dasselbe wiederkriege mit grün und bin ich genauso weit wie jetzt. Dann wähle die Partei, die ist immer gut. Die ist sehr gut. Der Rot, grün, 25 mal nicht, rot sowieso auch nicht, gelb sowieso auch nicht. Aber mir fehlt irgendwas Mir fehlt irgendwas zwischen schwarz-konservativ und es leicht nach rechts, weil ich einfach der Meinung bin, wir können nicht jeden durchfordern auf dem Planeten. Es geht nicht. Es ist wirklich was, das habe ich auch schon gepredigt, wo ich sage, es ist zum Beispiel, wer hat jetzt die Wagenknecht, ist das die mit der neuen Partei? Ja, auch genau. Bündnis. Und stell dir mal vor, die hätte es jetzt nicht so krass aufgezogen, wie sie es jetzt macht, so richtig wieder derbe in eine bestimmte Richtung. Sondern. Die ist so pro Russland, dass es auch nicht. Ja, natürlich nicht. Aber du weißt doch, das ist die rechteste Linke, die es gibt. Ja, ich verstehe auch nicht so ganz so. Die war doch in der Linken, meine ich. Ja, voll, irgendwie. Wo kommt diese? Ja, bei dem. Mit dem Russland-Thema ist irgendwie bei ihr. Das, aber die früher sehr geschätzt. Wer weiß, von wem die zahlt wird? Ganz einfach. Folge dem Geld. It is what it is. Ja, es ist immer so. Ja. Wer weiß, von wem die zahlt wird? Eigentlich gehört sich wirklich eine Partei gegründet, die wo sich diesem Problem auch mal annimmt. Also die, wo wirklich mal. Ich glaube, da gibt es eventuell demnächst was. Die Bürgerpartei. Jetzt sag nicht Werteunion von Maaßen. Doch. Hau ab, weil das ist nämlich der AfD 2.0. Ja, aber nicht der mit Typ, irgendwelchen der Typ, Superrechten. Und der Typ ist ja selber einer von denen. Warum aber ist er aus dem Maaßen. Warum hat er denn dann Verfassungsschutz lassen? Bist der Typ, der schau dir mal an. Der glaube ich hat. Weil er mit der Scheiß brennt. Ist doch scheißegal, wie der ausschaut. Interessiert mich nicht. Jetzt erfahren wir, aber wenn der Pommespanzer dick ist, dann wird er vor mir geschimpft. Wenn der Pommespanzer mit 200 Kilo mir Ernährungstipps gibt, dann stelle ich das in Frage. Ja, wissen kann er es ja. Wenn mir ein Doktor, also ich nehme die mir sehr zu Herzen. Wenn mir ein Doktor mit sehr gemäßigten Ton und Rhetorik und einen sehr gebildeten Eindruck vermittelt, der mitverantwortlich fürs Asylgesetz ist in den 90ern und mit der DDR-Geschichte sehr viel zu tun hatte, verzählt in ganz, ganz gemäßigten Ton, dass das so und so nicht funktionieren kann und das muss anders gemacht werden, dann sage ich, du bist verschissen, na, droht, dass genau das tust, auf was ich warte. Die Blauen sind unwählbar, weil du irgendwelche Supernazis drin hocken. Du hast jetzt momentan die Chance. Der sagt auch zum Beispiel, der EU-Austritt. Sie sind alle behindert. Ja, also das ist so. Das ist so dumm. Ja. Schau dir doch mal die Engländer an, wie gut waren die Idee. Ich wollte gerade sagen, die feiern es richtig. Das ist so einfach. Aber, und das sind die Dinge, die halt einfach, das ist genau der Schnitt zwischen zu weit rechts und in der Mitte wieder 16 Jahre dieselbe Scheiße. Ich glaube jetzt, wenn das einer richtig aufzeigt, der hat momentan die größte Chance überhaupt mit der Partei von 0 auf 100 zu gehen. Deswegen, also Vorurteile tue ich nicht, da haben wir jetzt mal nicht, wie gesagt, ich darf gerade nicht brennen. Ich bin auch ganz ehrlich. Ich bin Fan von ihm selber. Ich eben auch nicht. Aber, ich auch nicht, aber ich hab mir sehr viele Interviews mit ihm angeschaut und der hat er ganz... Mit ihm? Aha. Miteinander waren. Hat sich das noch an der Decke angelegen oder ja, was? Ja, wir haben uns gegenseitig hier diesen... Folge dem Geld. Ja. Hat er mit Zeit, hä? Hat er mit Zeit. Die einfach viele Interviews angeschaut und der redet einfach gemäßigt. Der hat keine so eine Rhetorik wie die anderen Trottel. Aber er sagt, du hast absolut recht. Ich war dann lang zurückgegangen und habe nicht so, was genau ist denn jetzt der Unterschied eigentlich? Mhm. Und eben die Dinge eben, nix EU-Austritt und dieser ganze völlig utopische Bullshit. Ja.
und behinderte Kinder aus der Schule ausgerechnet. Lauter so ein Scheißdreck. Das ist, wo ich sonst. Da habe ich heute noch was gesehen vom Tweet vom AfDler, wegen dem Ding. Wie heißt es, wenn du Bundeswehr musst? Wehrpflicht, genau. Wehrpflicht für Männer und für Frauen. Und wenn sie die als gut erweisen, dann müssen sie praktisch Eizellen abgeben, die man dann aufhebt, weil der Körper kehrt nicht dir, weil du ja einen gewissen Staat angehörst. Wer sagt das? Ich weiß nicht mehr, wie der Typ heißt, Frau AfD. Mein Handy hängt irgendwo da hinten. Das kann ich da nicht. Es wird immer utopischer und so weiter. Da bin ich schon auf einer Seite. Er hat zwar dann irgendwann noch so gesagt, ja, und es war, er löscht jetzt den Tweet nicht, weil er sein freies Denken lässt er sich nicht nehmen. Aber er darf es halt jetzt ja trotzdem nicht mehr machen. Aber es ist tatsächlich. Da diese Gedanken, dass mein Körper nicht mehr meiner ist. Da muss ich. Es, so wie wir das Recht dazu haben, dem zu sagen, halt die Fresse, du Vollspast, hat er leider Gottes, auch wenn es uns nicht gefällt, er das Recht so zu denken und das zu sagen. Genau, und das ist ja das genau Allerwichtigste. Das ist ja genau das Thema, wo dann alle viele Leute meinen, ich darf ja nichts mehr sagen, weil dann kommt der und sagt, doch, du darfst alles sagen, aber du musst es aushalten, genau. Wenn der dann sagt, du bist der Fotze. Ja, das stimmt. Und das hält mich viel nicht aus, wenn dann einer was sagt, ich darf das nicht mehr sagen, weil dann bin ich ein Nazi. Ja, dann sag ich vielleicht erstens nichts, wo Leute meinen erkannten, du bist ein Nazi. Oder halt's aus, wenn sie sagen, du bist einer. Oder, die sagen dann, dass ich blöd bin. Ja, dann sei du musst immer damit rechnen, Aktion ist Reaktion. Ja, genau, das ist ganz einfach. Ich find, das ist aber so. Schon oft mittlerweile so, dass wirklich jeder Scheißdreck ja, ist. Ja, es wird viel, aber auch in den Dreck gezogen. Oder ja, oder links. Oft einmal, es wird halt gern jetzt diese Keule geschwungen, relativ schnell. Das stimmt schon. Ich würde gerne meine Keule mal wieder schwingen. Ist auch ganz zufällig, ist Remigration das Unwort des Jahres, lauter so Sachen. Ja, gut, was halt dahinter steckt, ist halt die Frage. Wenn ich da von Massendeportation nicht. Alter, die reden davon, in Afrika so ein riesen Ding aufzustellen, wo man 2 Millionen Leute unterbringen kann. Da stellen wir dann noch eine Schuhe hin und wo sie dann arbeiten. Dann haben wir gedacht, okay, dann bin ich besänftigt, weil dann leidigst du da. Also, es ist ja eher relativ menschlich gehalten, die ganze Geschichte. Das ist so meine Hoffnung. Aber Fußballstadien jetzt geben von der WM noch, oder? Die stehen nicht. Stimmt. An die nehmen mittlerweile schon der Fall von der Hitze und vom Sand. Oh, frag mich nicht. Ich weiß nicht, wie nachhaltig das baut haben. Das ist meine große Hoffnung, dass sie irgendjemand Vernünftiges irgendwo zwischen Mitte und rechts platziert, der einfach nur mit gesundem Menschenverstand sagt, das ist so. Da muss er nicht mehr rechts sein. Die Mitte war ja eigentlich so der gesunde Menschenverstand. Ja, aber wie du schon sagst, der ganze Zustand ist ja nicht erst in 2 Jahren passiert, sondern 16 Jahre vorher auch schon aufgebaut worden. Und noch weiter vorher. Deswegen muss. Schau dir die Bauern-Ding an, das Thema, wo es einmal heißt, mit Ampel ist schuld. Nein, das sind 30 Jahre verfehlte Agrarpolitik gewesen. 30 verschissene Jahre. Ja. Und das ist nicht jetzt gerade Ampel, sondern die haben halt jetzt wieder mal reagieren müssen. Aber sie haben schon wirklich, es ist schon wirklich schon fast lächerlich lustig. Schau unsere Außenministerin an, die kann keinen einzigen geraden Satz sagen. Schau dir Habeck an, schau dir die ganzen Leute an. Der Scholz hat gar keinen Satz. Was ist das? Beim Habeck stimme ich da nicht mehr zu, weil ich finde, der Habeck ist der Einzige, der sich hinsetzt und mit den Leuten redet. Auch bei diesem Ding, wo sie ihn da praktisch auf der Fähre abfangen wollte, hat er vorgeschlagen, hey, ich komme aus hier und rede mit euch. Und sie wollten das nicht. Und der Habeck macht ständig seine Videos, wo er sich hinsetzt und erklärt die Thematiken. Also das ist der Einzige aus dieser ganzen Koalition. Ja, die habe ich aber nicht gesehen, leider. Ja, nein, den konntest man nicht schischmatzen, weil dem habe ich das Heizungsgesetz zu verdanken und für das soll in der Hölle brennen. Okay, Entschuldigung. Aber echt, hey. Ja. Kann ich eh nichts dafür, wenn du keine Heizung hast. Ja. Aber nochmal zum Thema Aushalten. Also jetzt zum Aushalten. Ja. Das Politikthema, dass wir jetzt ein bisschen weiterkommen. Ich habe auch noch was Schönes. Ich habe nämlich auch noch was. Ja. Ich weiß nicht, aber das wird echt nämlich sehr gut taugen, denke ich. Kann ich dabei Biesing gehen? Diese Escape Rooms, oder? Kennst du ja vielleicht? Ja, ja. Und es gibt doch da, in Amerika ist es, glaube ich, dieses Mac käme man nur. Das hat jetzt aber nichts mit Politik zu tun, oder? Nein, das ist Politik. Also dann schmeißt man mir zu weiterkommen. Ja. Gut. Na Florian, Kim. Wie ist es in Amerika mit einem Escape Room? Stirbt man da wirklich? Fast. Ja. Also, ja, da musst du was unterschreiben mit denen, oder? Habt ihr das gesehen zufällig? Das war jetzt nämlich die letzten Tage, Wochen gibt es jetzt da lauter Videos davor, okay. Die wo jetzt im Internet kursieren davor, weil sich eben diese ganzen Mitarbeiter da drin, die haben sich jetzt alle zusammengetan und machen das nicht mehr, weil du vorher eine Erklärung abgeben musst, dass wenn du stirbst, wenn du solche sonstige Sachen hast, sind sie raus. Und die sind halt so wirklich. Was, wenn Mitarbeiter sterben? Nein, die Gäste müssen praktisch unterschreiben, dass wenn irgendwas passiert, egal was, selber schuld. Und du wirst aber da wirklich gewaterboardet und zwar richtig. Dir werden die Haare abgeschnitten. Also da gibt es Videos davon und. Das ist richtig hart, diese Escape Rooms, also, sind völlig gestört. Ja, es ist halt kein Escape, das ist halt mehr oder weniger, du wirst halt gefoltert ohne Ende.
Und dann ist aber so, die haben ja sogar damit gepriesen, dass die das Safe Word nicht anerkennen. Die sagen dir am Anfang Safe Word. Wenn was soll denn das? Wenn du das Safe Word sagst, dann sagen die das so, nö, ist mir doch egal. Mach weiter. Also, ich verstehe nicht. Ist das rechtlich in Ordnung? Bei denen ist schon wenn du das unterschreibst, dann ist das so. Also, ich verstehe dich nicht, du hast Wasser im Mund. Ohne theoretisch. Sag nochmal, ich mag Herren. Ich verstehe halt nicht, theoretisch kannst du wahrscheinlich in die USA sogar, du kannst mich umbringen. Das darf mich interessieren, der Kannibale von Rotenburg. War der in Amerika, ob das rechtens gewesen wäre? Weil der hat doch auch was unterschrieben. Der hat ja, den der Rotenburger Kannibale da umgebracht und gegessen hat, der hat ja das unterschrieben, das ist in beiden Seiten. Bei uns hat das nicht geholt, oder? Bei uns ist Mord, ist Mord. Fertig. Also, der hat den umgebracht, Thema erledigt, du bist ein Mörder. Außerdem, hast du einen Menschen umgebracht und gegessen? Du gehst dann sowieso weg. Aber mich würde mich interessieren, in Amerika, wie das da war. Ja, aber wir vielleicht also, Amerika-Rechtsexperten bei uns in der. Du hast ja da auch von denen unter Medikamente gesetzt und sonst was. Du hast ja wirklich Halluzinationen. Hast du anscheinend mal? Ja, hab ich ja. Da hab ich auch schon ohne Ende dabei, was das betrifft. Also, das, was ich gelesen habe und gesehen habe, das ist schon pervers. Ein paar richtig interessante Dinge gesehen. Ja, dann erzähl mir mehr von deinen. Hallo, nein, wir erzählen weiter. Nein, das war eigentlich schon das. So Escape Rooms sind schon ganz witzig, ja, aber wenn du ein paar so Videos siehst, wenn du einer mit einer laufenden Motorsäge in der Finstern. Nachläuft. Was tust du denn eigentlich, wenn ich spontan um mich umdrehe und die Mutter so geil läuft? Was ist denn dann? Das ist ein laufender Motto. Ja, ich glaube aber, dass die Kaketen drin haben. Hoffe ich zumindest. Ja, aber ich bin ein Amerikaner. Ja, okay. Mich wundert es, dass du nicht schießt. Kaketen sagt, ich schießt. Boah, das ist so ein richtiger Warhammer 40k-Scheiß. So richtig. Ein Kaketen sagt, ich schießen kann. Ja, das ist so wie bei Gears of War. Da hast du doch die Quader gehabt mit der Kettensäge vorhin. Ja, genau. Ganz genau das. Gibt's ein Ding in Warhammer 40k gibt es also Knarren, wo vorne quasi ein Bajonett drauf ist, aber am Bajonett ist nur ein Kettensack drauf, weil es noch nicht gelangt. Nein, gelangt nicht. Der Klassiker. Und ein Stromer gehört auch noch ohne, dass du einen Stromschlenz auseinandergeschnitten wirst. Aber da habe ich, glaube ich, vor 3 Jahren oder so, habe ich da schon mal was drüber gelesen, weil mir dachte, dann letzter haben die Mitarbeiter eben da praktisch, die haben alle auf die Barrikaden gestiegen und gesagt, das machen wir nicht mehr. Also selber die Mitarbeiter, die wo da gearbeitet haben. Okay. Und da kennst du euch wirklich, ich sag den Namen nur noch mal ganz kurz. Guantanamo Bay, oder? Wir gehen Mac Kami Manor. Okay. Irgendwie so. Die Leute, die da hingingen und das machen, also nicht die wollen aber sondern auch. Die wollen das. Ja. Was muss denn wir im Arsch muss ihn sein, dass wir denken, hey, geil, Waterboard mit dem Mongo. Ich hab das auch schon mal ausprobiert. Hast du das schon mal ausprobiert? Wir haben das schon mal ausprobiert. Hat das nicht schon jeder mal einen Waschlappen ins Gesicht da und unter der Dusche so gemacht, um schauen, wie es ist? Nein, wir haben bei Nang gesessen und dann sind wir auf das Thema gekommen. Das gibt bestimmt hey, geil. Wir so mal aus. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir das mal. Und es war halt, weil du bist ja, glaube ich, beim Waterboarden auch noch kopfüber praktisch schräg. Leicht, damit es nur weniger ist. Genau. Und wir haben halt, sowas haben wir halt nicht gehabt. Wir haben uns einfach nur schon auf den Boden gelegt und ein Ding übers Gesicht. Aber selbst dieses Gefühl kurzzeitig einmal. Und wenn du dir vorstellst, das wird über Stunden mit dir gemacht. Aber, boah, lecker. Also, das ist richtig, richtig übel. Ich sehe schon wieder keine. Du hast halt permanent ich bin mit dem Schwanz in der Hinkel. Geil, Alter, schippt man nur was über den Schwanz. Ah, mit diesem schönen Folgentitel, Folge 51. Schleier. Waterboarding mit Wichse. Wixi-Boarding. Wixi-Boarding. Verniedlich so ein bisschen Wixi-Boarding. Wixi-Boarding. Ja, Wixi. Das ist aber einfach letztes Mal schon beim Döni dabei. Ja, stimmt, genau. Döni! Wixi ist schon wieder hart. Wixi ist nicht hart. Das stimmt. Ja? 3 Minuten haben wir so. Noch. Die müssen wir jetzt noch wieder ein bisschen überbrücken. Aber ich habe ja eigentlich eine wirklich interessante. Dann noch ganz kurz Schweigeminute bei den 3 Minuten. Für den Beckenbau schon wieder. Ja. Für Pullman City. Ja, oh, das glaube ich erst, wenn schauen wir in 6 Wochen. Pullman City, aber abbrennt ist ja. Ja, schade. Ah, das ist richtig, das ist wirklich schade. Schade, aber wir wissen wir alle, auf was wahrscheinlich hinauslaufen wird. Auf eine doppelt so große Anlage. Nein, ja, komisch, vor einem Jahr noch schnell versichert für 28 Millionen. Wie der MGM-Mann, der ist ja nicht von der Tankstelle ausgefilmt worden, das MGM-Hut-Center. Ich weiß nicht genau, was da war, aber so. Es war anscheinend nicht koscher, die ganze Geschichte. Ja, upsi. Weil jahrzehntelang steht das Ding da vor mir, kompletter Vollbrand. Ja, aber wenn es natürlich umsonst, also versehentlich passiert, ist sehr schade drum, um Gottes Willen. Schon aber wir wissen alle, dass die Nachricht mit Versicherungsbetrug gleich um die nächste Ecken steht. Das ist lurt auf alle Fälle schon das Team, aber gut, das ist ja normal, dass es bei so einem Fall wahrscheinlich geprüft wird, ob da, ja. Da wird alles geprüft. Ja, natürlich. Wahrscheinlich auch, ob du nicht unterschrieben hast für dieses Waterboarding, das nicht gereicht hat. Was? Keine Ahnung, ich muss früher aufs Klo, hat sich Ich hab ja versucht, wie ich es vorher schon gesagt habe, mich mit dieser Politik-Scheiße, vor allem auf YouTube und sonst überall, einfach nicht mehr anklicken, fuck you, ich will nicht mehr. Und es funktioniert tatsächlich ziemlich gut, nach ein paar Tagen schlägt er dann YouTube wieder andere Sachen vor, das hat ziemlich gut getan. Und irgendwann bin ich bei, sagt euch der Lex Friedmann was?
Warum? Mudel, ihr halt auf und zurufen! Mann! Ich weiß nicht, was das für Nummer ist. Haupt. Geh ohne. Der Herr, geh ohne. Nee. Traust dich nicht. Ich bin schon dran. Und zwar Lex Friedman, Joe Rogan sind so Ami-Podcasts oder die größten. Ach, beim der Joe Rogan ist das mit der Glatzen? Ja, genau. Ja, doch, das ist der Joe Rogan. Ist der mit dem Mask kifft, oder? Jetzt ist aber Schluss! Ja, bitte? Hallo? Ah. Herzlichen Glückwunsch! Oh, was haben wir drin? Preis im Wert von 4.000 Euro. Ja! Yeah. Die 1 und registrieren Sie. 1, drück die 1. Oh. Und die Müller immer eingeschmissen. Ich hab auch noch das Land da drin. Ich komme jetzt ein Eistelefon kaufen für 4.000 Euro. Ella. Scheiß drauf, ich kaufe 4.000 Eistelefone! wo steht er? Hello, my name is Steven. Joe Rogan. Von Microsoft. Super. Kannst du bitte weitermachen? So, Joe Rogan, Dingsbums, Podcast und so weiter. Und da war jemand da. Nein. Der Mann heißt Paul Rosalie. Den habe ich dir letzte Woche schon gesagt. Und der erzählt, der ist so Amazonas Ranger. Mhm. Also der ist da unten und kümmert sich mit einem, ich weiß nicht mehr, hundertprozentig aus, also mit 10, 15 Mann ist er halt da im Amazonas-Regenwald und kümmert sich da um so Dinge und so. Ja, und die Schlangen von die 15 Mann. Genau. Und der erzählt Geschichten, was da unten so passiert. Von den sogenannten Logger, die halt den Regenwald da abholzen und so weiter. Und dass die das da unten alle illegal machen, aber nicht anders geht und keine Ahnung. Und der schläft da teilweise und ist da drin im Amazonas alleine, solo, teilweise mal so eine Woche, zwei Wochen unterwegs und er erzählt dann völlig Sachen, banane. Was da abgeht. Boah, leck, Alter, da tratzt er völlig die Zehennägel auf, was da abgeht. Was erzählt er? Stopp. So, du hast wieder gut. Okay, schon. Erzähl mal beim nächsten Mal. Tschüss. Viertag, Servus. Machen wir auf den Cliffhanger. Ja, das war echt der krasse Cliffhanger jetzt, wenn wir aufhören. Zum Beispiel, dann müsst ihr euch unbedingt selber hören, das sind teilweise zwei, drei Stunden Podcast, einmal beim Friedman, einmal beim Joe Rogan. Und zum Beispiel, jetzt da drinnen gibt es Tribes, also wilde Stämme, wirklich wilde, die nicht wissen, wer wir sind. Ja, das also die wirklich die unberührt sind. Sollen Sie mal, für was gibt es ein Handy, dass ich mich google? Und der war... Brunsblöde Sautippen. Was der da teilweise erzählt, wenn der da auf die Nacht, also in der Nacht besser gesagt, sitzt er da so in seinem Zelt. Auch der Nacht sitzt er da so in seinem Zelt drin und so weiter und so fort. Er kennt da diese Geschichten und so. Und dann in der Nacht lebt der Dschungel ganz anders als am Tag. Du hörst halt Viecher und was ich was weiß und Affen. Und irgendwann sitzt er mal so da und isst was. Oder so ein kleines Feuer. Und dann hinterher ist halt, fließt der Amazonas so vorbei. Und dann dreht er sich um und dann schauen da ungefähr, weiß ich nicht, 160 Augen an. Und es ist, da hat er gerade, irgendwas hat er gegessen, ein Gickel oder irgend sowas. Und er dreht sich um und das waren... In der Nacht halt glänzen die Augen von Krokodile. Oh, und dahinter ihm ist der ganze Fluss voller Krokodile, die ihn alle anschauen und sie denken, holy shit, friss ich jetzt den Gickel oder friss man die? Das macht ihm aber nichts. Der Gickel war schon braun, nimmst du den? Ist ja wurscht, sagst du, die tun nichts. Die wollen bloß den Gickel scheißen, dann wirft er ja noch einen hin, frisst ihn, legt ihn in die Zelt und schläft. Ja, dann legt ihn auf den Boden, wo sie graben können. Ja. Dann erzählt er, wenn er mit seinem Team unterwegs ist, hat ihn einmal das sind Leute, die in so ein Escape Room gängen. Das ist absolut gestörte Scheiße, was der erzählt. Ich flippe schon aus, wenn ihn ins liebevoll Hitler, weil was Asoziales gibt es nicht. Wenn der schwarze Stern an der Wand sitzt, dann kriege ich schon einen Kollaps. Schwarze und Sonne. Der erzählt da oben drin, das ist was ganz was anderes, wenn du im Amazonas umeinander gurkst und dir geht's Wasser bis daher. Und du musst da durch. Dann verzeiht er das. Ich bin Toxi, da läuft mir Gänsehaut, halt, wenn ich das verzeihe. Und da war eine Frau aber bei einer dabei. Aber was verzeiht denn da? Da war eine Frau bei einer dabei und die fängt vor mir an, völlig Panik zum Schirm, weil es verzeiht. Unten im rechten Hosending ist was reingegrabet und sie spürt das. Und dann haut sie umeinander, aber du kannst unter Wasser nicht zuhauen. Und es war ungefähr so eine große Wasserspinne, die nichts anderes da hat, wie die hat die im Sekundentakt gebissen. Und das verzählt er so, ich kann das nicht so verzählen wie er. Er verzählt das wirklich. Aber er auf Englisch. Und er sagt, die Haut, die kriegt die Schür Panik ohne Ende, die haut auf ihre Hosen umeinander, kann aber dem Viech unter Wasser nichts da. Das Viech da drin wird immer noch wilder und wird dann erklärt, dass wir eine Nahmaschine. Und pumpt so viel Gift in deren Fuß rein, dass fast darauf verreckt war. Und die allerkrasseste Scheiße ist das mit dem... mir, ohne Scheiß, das ist so ekelhaft. Mit die, was da noch alles drin ist. Das ist eine bloß Spinne, was da alles drin ist. Da flippst du aus, was dir alles erzählt. Komm hier auf. Nochmal, heißt nur der Paul Rosalie. So schreibt man. Und die krassesten Sachen sind... Was ich blockiere. Rosetti. Die krassesten Sachen, die er erzählt, das sind die mit diesen unberührten Stämmen. Mhm. Von denen haben es
Angst, also die versuchen halt da so weit weg zu bleiben, wie es geht. Gibt es eine Geschichte von einem Doktor und seiner Frau? Kannibalen, oder? Nein, es sind keine Kannibalen, aber wenn sie die sehen, da wird nicht lange umeinander diskutiert und sonst irgendwas, gibt es eine Geschichte, ich erzähle, da ist ein Doktor und seine Frau und die wollten so ein bisschen Kontakt aufbauen. Also halt so wirklich so, hey, alles cool, wir sind da. Da ist ein Handy, dann, schauen wir mal an. So fast, also erzählt er von so einem kleinen Boot, voller Bananen, das tut er ja nicht so um, ist so auch wieder so weit im Wasser drin und das tut er ja nicht dann so um und so weiter. Die schauen, alle am Bogen in der Hand, und fangen sofort das Schießen an, auf der Stelle. Ja. Er erzählt, der hat, dann, hat sich dann weggedrückt und so weiter, ein Pfeil hat ihn da getroffen, der hat die komplette Dings da an der Seite weggerissen. Seitdem hat. Ist er Autoschrauber. Skorpion hat er in der Hose. Von dem zweiten Stamm hat er sich Tribal tätowieren lassen. Und dann wird es richtig heftig, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das die Geschichte ist mit dem Bananentypen und seiner Frau, die haben dann aufs Boot und ab und die anderen haben ihn halt hinten nach. Und irgendwann das Boot gekentert, haben da so am Amazonas-Strand, sage ich jetzt halt einfach einmal, und ein Pfeil trifft einen Mo ins Knie. Der Frau nicht, er ist bloß noch links, hat dann zu seiner Frau gesagt, lauf. Und die haben es erwischt. Und übrig, die nehmen die vierteilen die schneiden die auf von oben bis unten, schauen nach, was du gegessen hast, und lassen die genauso liegen. Und dann gehen sie. Und das erklärt er so, die wissen nicht, die sehen uns zum ersten Mal, die denken sich so, keine Ahnung, was du bist, Alter. Ja. Wir Aliens. Ja. Wir fucking Aliens. Sie denken es wahrscheinlich scheiß Screaming. Und die machen das so wie bei den Viechern. Die schneiden einen Bauch auf und schauen nach, was gegessen haben. So, das ist für die offensichtlich so, keine Ahnung, wie ein wissenschaftliche. Veressen ja auch das Zeug, was die Viecher im Magen haben. Das ist ja oft einmal auch Nahrung für manche. Da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher. Es kann tatsächlich sein, dass er das auch gesagt hat. Die deren das auch. Also die verwerten alles und so weiter. Ja. Und dann werde ich die am Strand liegen lassen mit 15 Pfeile überall drin, komplett zlegt in 1000 Stickerl mit Dingen und da bin ich da gewesen, da läuft mir gehen, wenn du dir das vorstellst. Du bist irgendwo, verfickt nochmal allein oder zu zweit in einem scheiß Urwald. Und dann kommen die und reißen die auseinander. Und dann lassen sie die liegen und denken so, keine Ahnung, was das jetzt war, ja, gehen wir wieder. Und dann gehen sie wieder im Wald, aber es war nichts gewesen. Ah, da schau ich mir lieber die italienischen Kannibalenfilme an. Und das Allerschlimmste, was er dann erzählt hat. Warum wird es noch schlimmer? Weil es so fucking interessant war. Erzähl doch, was er erzählt und nicht, dass er erzählt, was er erzählt. Hör doch, du einmal. Wie viel Gesprächszeit hast du halt eigentlich? 4 Minuten? Ich hätte nur 50. Ja, aber die. Nein, nichts. Und zwar diese Eingeborenen. Diese Eingeborenen, wenn die nah an ihrer Beute kommen, dann fangen die Osi in Affenlauten zu unterhalten. Und wenn du auf die Nacht in deinem Zelt allein liegst und sie so Affenlaut, auf einmal irgendwie, du kennst dann die Affenlaute, sagt er, und wenn sie da irgend so Affenlaut mal nicht so anhört, wie du das gewohnt bist, dann wird das so schnell so anders wie noch nie in deinem Leben. Und irgendein Kollege von ihm hat ihm erzählt, der ist auch da in seinem Zelt drin gelegen, und dann hört er, da nicht Affen im Bann, und die kommen nicht mehr aus der gleichen Richtung. Wenn aber diese Affenlaute, einer von da kommt, und der andere von da kommt, und der andere von da hinten kommt, aber du dir denkst, ich bin weit, ich weiß, wo die sind, so, ich bin eigentlich weit genug weg. Das ist dir in dem Moment scheißegal, du nimmst deine Zeit, hockst dich in dein Boot, Stockfenster im Amazonas und verpiss dich. Lieber vom Krokodil gefressen, als von denen erschossen. Ja. Affenlaute. Und der hat noch so viel mehr Geschichten von riesen Anacondas und was die da unten deren. Also, das ist so interessant, ist nur zu empfehlen, Paul Rosoli. Nein, wie gesagt, den blockiere ich weg, da mag ich nichts hören davon. Ja. Super awesome, das hat man schlaflose Nächte gehört. Das glaube ich. Was ich also die, und ich hätte noch einen guten Abschluss. Da muss der krasse Sau sein. Falls ihr keinen schlechten Abschluss habt, ich einen schlechten Abschluss. Ich hätte nur gesagt, jetzt hören wir dann auf, weil ich morgen zum Flut gehe, damit ich mich später einen Affenlaute unterhalten kann. Ja. Das werde ich auch auf jeden Fall. Tolle Wurst. Ja, das machen wir. Ganz kurz noch, wir hatten doch schon mal dieses Thema Arschwaxing auf YouTube, dass das ja durchgeht wegen. Hast du Vagina Shaving? Ja! Ja, habe ich auch gesehen. Du kannst jetzt, das ist total krank. Ich habe ein Thumbnail gesehen, jetzt hat geheißen, ab jetzt darf man alles sehen. Ja. Rumskachel, eine in Kamera, rasiert. Da steht dann dabei Waxing Vagina. Und dann steht die da, die heißt sogar irgendwie, oder die eine, wo ich sie gesehen habe, lalala, OF. OnlyFans, ja genau. Und rasiert dann ihr vorderes Teil und stellt sich dann auch so in die Kamera. Heißt das, Brunskachel. Also so wirklich, da wo du denkst, okay, jetzt habe ich wirklich alles gesehen, außer dass sie sich rasiert. Ich will ja wissen. Nein, das passt schon, ich muss jetzt sagen, ob wirklich alle Haar weg sind. Ja, und dann aber auch ihr Arschloch. Schreibt in die Kommentare, ob ich noch irgendwo Haar habe. Ja, genau. Und dann steht da wirklich, da sind da Kommentare drunter so, was für einen Rasierer verwendest du da? Nimmst du einen anderen Rasierer für dein hinteres Loch als für vorne? Und lauter so, da wo ich. Du kannst schon den gleichen hernehmen, du musst aber von vorne nach hinten, weil du musst von sauber noch schmutzig.
Und jetzt hören wir auf. Aber auch, so ist es aber auch bei... Aber jetzt hören wir auf. So, das ist der schönste Folgentitel ever. Von sauber nach schmutzig. Ja. Wixi-Boarding. Wixi-Boarding Doppelpunkt von sauber nach schmutzig. Beste. Ja. Aber ich hab mir ein Spätzle auch geschickt. Ja, ich hab ein Ding, das gibt's nicht. Ja. Also. Und das nächste Mal, weil es vorher von Hallos geschmerzt hat, das nächste Mal unterhalten wir uns über Ayahuasca. Machen wir die nächste Folge auf LSD. Und jetzt unterhalten wir uns über... Hast du schon mal was von DMT kennt? DMT, ich kenn gerade TMNT. Das ist das, was man aufgrund von dem... Ich hab so viel Amazonas-Scheiß da hochgeschaut und das ist offensichtlich so eine Droge von den Eingeborenen und das muss der ultimative Shit sein. Okay, okay, Leute. Das hören wir uns beim nächsten Mal. Das nehmen wir mit, das bestellen wir bis Freitag. Bestellen wir, ja. Bis Sonntag, bis Sonntag. Und jetzt seid ihr heute ein Funzen. Jetzt gibt's statt Halluzinationen... Schön, dass du da bist. Wolltest du mir jetzt hingeben? Ich hab schon gesehen, so... dann hab ich gesehen, wie du bist. Florian, ekelhaft. Danke. Was heißt das? Das ist doch dieses Zipfelfechten. Achso, ich konnte mich Zipfelfechten. Ja, aber ohne Hände. Kämpferbiesin. Du, hör auf noch, mach ich den Typen mal so. Oh. Ja, jetzt halt's ja mal die Bühnen voll, Mongos. Bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße auf Spotify. Schreib irgendwas in die Kommentare. Tschüss. Okay, tschüss, hab ich lieb. Bis dann.